Europa in den Schulen. Im Rahmen des bundesweiten EU-Projekttags besuchte Bundesjugendministerin Manuela Schwesig das Europäische Gymnasium Bertha von Suttner in Berlin. In einer Podiumsdiskussion stellte sie sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Gegenstand der Debatte: aktuelle Themen zu Europa und EU-Politik. Themen, die mich ganz besonders interessieren, sind Themen, die sich sowohl mit der EU beschäftigen, als auch mit der aktuell politischen Lage, die über die EU-Grenzen vielleicht hinausgeht. Also wir werden hier sicher auch die Krim-Krise zur Sprache bringen, uns aber auch mit Jugendarbeitslosigkeit beschäftigen. Ich denke, das sind Themen, die auch unsere Zukunft betreffen. Bereits zum 8. Mal besuchten in diesem Jahr Politikerinnen und Politiker Schulen im ganzen Bundesgebiet. Debattieren und diskutieren. Der direkte und persönliche Austausch soll das Interesse der Jugendlichen an der EU-Politik fördern. Aber nicht nur die Ministerin stand auf dem Podium Rede und Antwort. Auch die versammelte Schülerschaft wurde ermutigt, ihre eigenen Meinungen und Ideen in die Diskussion einzubringen. Also es muss nicht nur Fragen geben, sondern wenn vielleicht der eine oder andere auch erzählen kann, was ihr vielleicht im Gegensatz zu anderen Schulen hier besonders findet, auch in Bezug auf EU oder welche Themen euch unter den Fingernägeln brennen, dann würde ich das auch ganz schön finden, weil ich bin ja nicht irgendwie allwissend, sondern ich will auch immer noch dazulernen. Und meine Erfahrung ist, wenn man in eine Schule kommt, dann kann man am besten durch die Schülerinnen und Schüler nochmal richtig dazulernen. Besonders als Ministerin. Besonders interessiert argumentierten die Schülerinnen und Schüler beim Thema Jugendarbeitslosigkeit. Die Mitdiskutierenden stehen selbst kurz vorm Abitur und wollen wissen, wie die Politik diesem Problem auf europäischer Ebene begegnet. Also wenn eine ganz junge Generation zur Hälfte abgehängt ist, dann kann man ja irgendwie nicht von denen erwarten, dass die fröhlich durch die EU spazieren. Und deshalb kann ich persönlich diese Sorge und diesen Frust, der dazu führt, wenn du keine guten Perspektiven hast, gut nachvollziehen. Es gibt insgesamt in der Europäischen Union einen Pakt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Danach soll jeder Mitgliedstaat dafür sorgen, dass junge Leute nach 4 Monaten eine Ausbildung oder ein anderes Angebot zur Weiterbildung bekommen. Der EU-Projekttag, er hat den Schülerinnen und Schülern gezeigt, dass sich Einmischen lohnt. Das Ziel des EU-Projekttages ist es, mit den Schülerinnen und Schülern an Schulen über die Europäische Union ins Gespräch zu kommen. Was heißt Europäische Union? Und vor allem für mich war heute spannend zu sehen, wie wirkt die Europäische Union, der europäische Gedanke auf Schülerinnen und Schüler? Leben die denen? Interessiert es sie überhaupt? Und ich bin sehr beeindruckt, wie fit die jungen Leute hier an der Schule sind über viele EU-Themen, ob Krim-Krise, Freihandelsabkommen, da war eine ganze Menge Stoff dabei.